Das geheime Netzwerk der Rockefellers. Heute ist es unmöglich, ihre Vermögen zu berechnen, da die Aufzeichnung über das Vermögen der Familie und ihre Mitglieder mit einem Veto belegt und für jede Art von Untersuchung gesperrt sind. Bill Gates, Elon Musk oder Jeff Bezos sind nur Marionetten, welche die Aufmerksamkeit von diesen Familien ablenken. Lange Zeit, so scheint es, war dem Menschen nicht bewusst, wie mächtig diese Familie geworden war. So landete die Federal Reserve in den Händen privater Machtkonzerne, die nach Belieben Geld druckten. So bekamen sie die totale Kontrolle über das Geld und fast über alle Politiker, sodass die Regierung schließlich vollständig gekauft war. Es ist allzu offensichtlich, dass es egal ist, wer die Präsidentschaft eines Landes innehat, denn er wird immer einer Agenda dienen, die nicht zum Vorteil des Volkes ist. Safe. 6-8, wir sind out of control. Sommernacht heute am Block und wir hasseln uns hoch. Ja, ich bete zu Gott und bleib real bis zum Tod. Und das Weed, was ich puff, macht mich wieder zu Stunter. Yo, was geht ab, meine lieben Freunde? Willkommen zu einer weiteren Reaction auf Leon Lovelock Highlights. Es ist so heiß geworden. Der Bruder musste sich mal wieder seines T-Shirts entledigen, damit er nicht mehr so viel schwitzt. Wir haben hier mittlerweile 38 Grad, 70% Luftfeuchtigkeit. Da kannst du Klimaanlage anschmeißen, wie du willst. Du bist trotzdem am Schwitzen. Deswegen habe ich mal wieder die Couch hergeholt, mir es gemütlich gemacht und mein Hemdchen ausgezogen an der Stelle. Und ja, Digga, wir gehen in ein neues Video rein, in eine weitere Reaction, wenn ich das so sagen darf. Und zwar geht's heute um die Familie Rockefeller, das geheime Netzwerk der Rockefellers. Wir haben uns eben ein Video von Mark Friedrich über die Federal Reserve Bank reingezogen. Und ich glaube, die Jungs innen von den Rockefellers sind da auch mit involviert. Und deswegen hat mich das mega interessiert und hab mir gedacht, wir ziehen uns jetzt mal ein Video über die Rockefellers rein. Gerne einen Daumen nach oben da lassen, Kommentar schreiben und den Kanal abonnieren. Ich liebe euch alle, meine lieben Freunde, und wir gehen rein ins Video. Peter Eden, man, let's go. Ich mag den Kanal und seine Stimme auch voll. Die Familie Rockefeller gehört zu den 13 Blutlinien, welche die Welt aus dem Schatten heraus regiert. 13 Blutlinien? Wer gehört noch dazu? Und obwohl ihre Ursprünge in Deutschland liegen, stammen sie von einer Linie... Einfach Ursprünge in Deutschland. Viele Amerikaner haben Ursprünge in Deutschland, ne? Das ist crazy. Ich glaube, wie viel waren's? Ich glaube, millionenfach sind Deutsche nach Amerika ausgewandert. Nach dem Zweiten Weltkrieg. Extrem viele. Adischer Juden ab. Was? Deutschland liegen. Stammen sie von einer Linie sephardischer Juden ab. Sephardischer Juden, okay. John D. Rockefeller war verantwortlich für den Aufstieg des großen Familienimperiums. Der Typ gibt mir so komische Vibes, ne? Ich hab mir auch mal ein paar. Ich hab mir auch mal ein paar Videos von dem, ein paar Bilder von dem reingezogen. Es ist wie, als ob ich einen Teufel in die Augen gucke. Sorry, wenn ich das so hart sagen muss, aber wenn ich den sehe, Dicker, das gibt mir ganz komische Vibes, sein Gesicht und seine Augen. ...des 19. Jahrhunderts auf der Grundlage von Erpressung und anderen unlauteren und kriminellen Praktiken begann, Standard Oil zum Monopolölunternehmen in den USA zu machen. Im Laufe der Jahre lieferte es über 300 Tochtergesellschaften Öl und seine Derivate in mehr als 100 Ländern. Doch das Geschäft der Rockefellers beschränkte sich nicht nur auf Öl. Ihre internationalen Geschäfts- und Bankaktivitäten machten die Familie Rockefeller noch reicher. Man hatte keine Skrupel, beide Seiten in den großen Weltkonflikten von 1914 und 1939 zu finanzieren. Und beiden Weltkriege einfach beide Seiten gefördert, finanziert, war? Mit auf beiden Seiten enorme Gewinne zu erzielen. Passiert doch öfters, glaube ich. Heute ist es unmöglich, ihre Vermögen zu berechnen, da die Aufzeichnung über das Vermögen... Ich habe auch gehört, dass es jetzt schon irgendwelche Verträge gibt, um die Ukraine wieder aufzubauen. Mit BlackRock, glaube ich, oder so. ...Familie und ihre Mitglieder mit einem Veto belegt und für jede Art von Untersuchung gesperrt sind. Krass, warte mal. ...unmöglich, ihre Vermögen enorme Gewinne zu erzielen. Heute ist es unmöglich, ihre Vermögen zu berechnen, da die Aufzeichnung über das Vermögen der Familie und ihre Mitglieder mit einem Veto belegt und für jede Art von Untersuchung gesperrt sind. Ich glaube, wenn du so einen heftigen Einfluss auf die Welt haben willst und so viel Macht hast, dann ist es auch unabdingbar, das zu tun. Ich glaube, die versuchen so weit wie möglich im Verborgenen zu agieren. Weil, ey, wenn du das öffentlich machst oder wenn du kannst nicht, das funktioniert nicht.
Weil dann geht dein Image und so, dann hassen dich alle Leute und dann kannst du die Welt nicht mehr so richtig kontrollieren. Ich glaube, die Leute, die wirklich krass Fäden in der Hand haben, die eine krasse Macht haben und die viele Geschehnisse auf der Welt steuern, ich sage nicht alle, weil ich glaube immer noch daran, dass es auch Mächte gibt, die dagegen arbeiten. So. Ich glaube auch daran, dass unter diesen Leuten, die viele Fäden in der Hand haben, auch Machtkämpfe zwischeneinander stattfinden, so dass die Entwicklung auch noch nicht so schnell so weit voranschreiten konnte, wie sie es gerne gewollt hätten. Aber ich glaube auch fest daran, dass die Leute, die wirklich Fäden in der Hand haben und die eine heftige Macht und eine Kontrolle haben, dass wir die auch gar nicht kennen. Ich kann mir sogar vorstellen, dass Rockefellers nicht mal die Spitze auf dem Eisberg sind, sondern dass es da Leute gibt und Familien und Namen gibt, die wir nicht mal kennen, Digga. So. Das muss im Verborgenen passieren. Das ist genauso, wenn du ein Gangster bist. Wenn du ein normaler Gangster bist, dann gehst du auch nicht auf Twitch und machst Livestreams und erzählst über deine kriminellen Schandtaten und so einen Scheiß. Weißt du, wie ich meine? Wir werden nie ein Mitglied der Rockefeller-Familie oder einer anderen mächtigen Familie auf der Forbes-Liste der Milliardäre finden, weil sie es einfach geschafft haben, im Hintergrund zu bleiben. Bill Gates, Elon Musk oder Jeff Bezos sind nur Marionetten, welche die Aufmerksamkeit von diesen Familien ablenken. Das ist eine krasse Theorie, Bro. Was haltet ihr von Elon Musk, Digga? Haut mal eine 1 in den Chat rein, wenn ihr Elon Musk feiert und eine 2, wenn ihr sagt, nee, Digga, fühle ich nicht. Also bei Bezos und bei Gates, da sind wir, glaube ich, alle einer Meinung so. Musk ist so ein bisschen ein Ding, steht so zwischen den Stühlen so ein bisschen, habe ich das Gefühl. I don't know, Bro. 1,5 haben jetzt schon 2 Leute reingeschrieben. Kann nicht einschätzen. Manchmal 1, manchmal 2. Der Typ ist crazy, ne? Ja. Ich glaube, der ist nicht so easy wie Bezos und der andere. Ich glaube, wenn Musk auch in diesen Strukturen stattfindet, dann ist auch einer, der geht den Leuten auf den Sack öfter mal. Weißt du? Niemand zur Verantwortung zieht, weil sie nicht zu existieren scheinen. John D. Rockefeller, so heißt es, habe sich darauf spezialisiert, durch andere zu operieren. Und heute führt die Familie diesen Kurs fort, mit Agenten auf der Gehaltsliste, die den Wettbewerb. Durch andere agieren findet, glaube ich, sehr viel statt so. Ich glaube auch, dass die Politiker einfach nur der verlängerte Arm von irgendwelchen Leuten sind, die Entscheidungen wirklich treffen, so, weißt du? Glaube ich wirklich dran. Weil wenn du dann auch mal guckst, wo die alle herkommen und wo die ausgebildet wurden und so, da gibt es einfach Leute, die da hinten dran stehen, die Puppen einfach steuern, weißt du? Ich glaube, dass viele Leute durch Leute agieren und wir somit verwirrt sind oder verwirrt werden sollen. Den Handel, die Politik und die Medien unterwandern, einschließlich der Bereiche Energie, Bankwesen, Religion und Bildung. Lange Zeit, so scheint es, war dem Menschen nicht bewusst, wie mächtig diese Familie geworden war, die immer so tat, als würde sie gegen konkurrierende Unternehmen kämpfen, obwohl ihnen diese in Wirklichkeit gehörten. Digga, guck mal. Die haben gegen andere Unternehmen konkurriert und gekämpft, obwohl die denen auch gehören. So, guck mal, was für abgewichste Leute das sind, ja. Und das ist, dieses Spiel kannst du halt mit der breiten Masse kannst du dieses Spiel spielen, so, da guckt keiner mehr tiefer rein. Keiner wird da nochmal in die Recherche reingehen und dann gucken so, okay, wem gehört eigentlich die Firma so? Genauso wie auch keiner die Geldströme richtig verfolgt und nicht guckt so, okay, wer ist von wem finanziert? Welche zum Beispiel jetzt, so Organisationen wie Letzte Generation oder wie heißen die? Letzte Generation, glaube ich, ja. Wo fließen da die Gelder, von wem werden die unterstützt und so? Ich glaube, wenn Leute mehr in der Recherche generell drin wären, und ich sage nicht, recherchiere dich nur von der Seite oder nur von der Seite oder guck nur die Leute oder die Leute, aber hab ein offenes Auge, weißt du, guck überall hin, zieh dir alles rein und wenn du da ein bisschen reingehst in die Recherche meistens, dann findest du Dinge, die, wo du sagst, okay, das ist irgendwie paradox, das passt irgendwie nicht richtig zusammen so. Aber leider machen das viele Leute nicht mehr und die vertrauen auf das, was sie vorne präsentiert bekommen, in der Matschscheibe. Ihr Tentakelnetz umspannt absolut alles und eines der Instrumente, die zu diesem Zweck beitrugen, war die Rockefeller Foundation. Das machen die gerne, so eine Bill und Melinda Gates Stiftung, Rockefeller Foundation. Das ist auch so ein Tool von diesen Superreichen, das was genutzt wird, um auch keine Steuern mehr zu bezahlen und so. Die lassen dann alles über ihre Foundation und ihre Organisation da abwickeln, die angeblich für gute Dinge in der Welt sorgen soll und so. Das ist so ekelhaft. Was ich auch schon mitbekommen habe, wenn du Geld spendest, zum Beispiel nach Afrika, an irgendwelche
hier Deutsches Rotes Kreuz oder irgendwelche so Spendenaktionen, wie heißen die nochmal alle? Brot für die Welt und was auch immer so. Wenn du Geld an die spendest, dann geht das Geld, meistens kommen nur 20% oder so bei den Leuten in Afrika an. Die restlichen 80% wandern in Unternehmen, die zusammengehören mit dieser Foundation. So, die dann angeblich was tun, um den Hunger zu bekämpfen. Aber das Geld wandert wieder zurück in deren eigene Tasche. So, das ist krank, Bro. Und das ist auch bewiesen, weißt du? Da kann man auch mal mies in die Recherche reingehen, was diese ganzen Hilfsorganisationen angeht und was da für eine Scheiße stattfindet, so. Wie lange spenden wir schon Geld für Afrika, für den Hunger in Afrika, so? Und warum sterben da immer noch Menschen, weil die nichts zu essen haben und nichts zu trinken haben? Wie kann das sein? Da müssten doch eigentlich schon Milliarden hingeflossen sein. So. Einerseits trug die Rockefeller Foundation dazu bei, eine Strategie der Image... Guck dir den mal an, Bruder, den links da. Gibt der euch keine komischen Vibes? ...Pflege für die Familie und für John D. Rockefeller selbst umzusetzen. Denn man kannte ihn als rücksichtslosen Tyrannen und möglicherweise betrachtete man ihn in dieser Zeit... Bruder, der hat ganz komische Vibes, finde ich. ...den meistgehassten Mann Amerikas. Zu Recht. Dies veranlasste Rockefeller, Ivy Lee, den angesehensten Publizisten der damaligen Zeit, zu engagieren. Und dank ihm gelang es Rockefeller, sich als Philanthrop darzustellen, der das versuchen sie, machen sie alle. Zum Wohlergehen der Menschheit auf der ganzen Welt fördert, wie das Motto der Stiftung heißt. Andererseits erlangte er die Kontrolle über eine Organisation, die über nahezu unbegrenzte private und staatliche Geldreserven verfügte, die nach Bedarf und den Kriterien einer Führung, die ihre Agenda hatte, finanziert wurde. Die Stiftung wurde zu einem steuerfreien Ort, an den Kapitalgeschäfte wie Käufe und Verkäufe, der Erwerb von Waren und Wertpapieren getätigt werden. Das ist ein richtiges Business mit diesen Stiftungen. So, die reichen Menschen, ich kenne auch ein paar reiche Leute, die kennen sich damit aus. Das ist ein Businessmodell. Das ist nicht wirklich dafür da, Menschen zu helfen. Das ist ein Businessmodell. Ohne dass dafür etwas gezahlt werden musste. Und außerdem ist es ein Fonds, der... Guck mal hier, selbst wenn der lacht, hat der komische Vibes. Unbegrenzt. Bruder, ich kauf dem nicht mal das Lachen ab, Bro. Das heißt, John D. Rockefeller spendete Geld an die von ihm kontrollierten Stiftungen und Nichtregierungsorganisationen, die das Geld dann auf eine Weise ausgaben, die Macht und die Gewinne des Rockefeller-Imperiums weiter vergrößerten. Die wirtschaftlichen Aktivitäten der Stiftung zielen jedoch nicht nur auf die Erhaltung des Wirtschaftsimperiums der Familie Rockefeller ab, sondern auch auf die soziale und politische Kontrolle im Rahmen einer inzwischen nicht mehr ganz so geheimen Agenda. Wie wir sehen können, erstreckt sich die Finanzierung der Rockefeller Foundation auf viele Bereiche. Aber ihre lange Erfolgsbilanz zeigt, dass diese Aktivitäten ganz und gar nicht dem Gemeinwohl dienen, da sie neben anderen fragwürdigen Aktivitäten überall auf der Welt Programme zur Eugenetik und ethnischen Säuberung finanziert hat. Krank, Bro. Eugenik, was war das nochmal? Chat, könnt ihr mir kurz helfen? Habe ich schon mal gehört, aber kriege ich gerade nicht mehr zusammen. Eugenik, Bro. Auch irgendwas Genetisches, ne? Tatsächlich finanzierte die Rockefeller Stiftung 1932 Dr. Ernst Rudin, der Präsident der World Eugenics Federation wurde. Schon wieder ein Deutscher. Am schwerwiegendsten ist jedoch, dass die Familie Rockefeller... Rassenlehre. Nazi-Shit, hä? ...seit Beginn des 20. Jahrhunderts tief in die US-Regierung involviert ist und, wie man sich vorstellen kann, auch in anderen Ländern mitmischt, wo sie sich den Einfluss mit anderen Machtmenschen teilt. Der wichtigste Zug zur Kontrolle der US-Regierung war die Gründung der Federal Reserve, die am 23. Dezember 1913 beschlossen wurde, wobei die Abwesenheit der meisten Kongressabgeordneten über die Weihnachtsfeiertage genutzt wurde. So landete die Federal Reserve in den Händen privater Machtkonzerne, die nach Belieben Geld druckten, dem Staat selbst Kredite gewähren, guckst du dir an, die Jungs innen, und die Bevölkerung immer tiefer in die Verschuldung trieben. So bekamen sie die totale Kontrolle über das Geld und fast über alle Politiker, sodass die Regierung schließlich vollständig gekauft war. Wie muss das sein, so ein Mensch zu sein? Weißt du, wie ich meine? Das frage ich mich immer so.
Wenn du über so viel Macht und Geld verfügst und nichts von dem, was du tust, wirklich zum Wohle der Menschheit ist, sondern nur zum Machterhalt und zur Kontrolle so. Das kann sich doch nicht gut anfühlen, Bro. Die können doch nicht glücklich sein, Digga. Das frage ich mich immer. Wenn du so viel Macht und Geld hast, dann musst du doch automatisch auf die Idee kommen, was Gutes zu tun. Also keine Ahnung, Bro. Ich frage mich das immer, weil ich glaube wirklich, dass von Haus aus die Menschen eigentlich gute Menschen sind. So. Ich glaube, dass jeder ein gutes Herz hat eigentlich am Anfang. So. Und dann sollte es doch eigentlich so sein, wenn du so viel Geld und Macht hast, dass du versuchst, die Welt zu einem besseren Ort zu machen, Digi. Wie konnte das passieren, dass so viele Menschen so teuflisch geworden sind? Weißt du, was ich meine? Keine Ahnung, Alter, ich verstehe das nicht, Bro. Tatsächlich sind Regierungsbehörden wie das FBI oder die CIA einige der Durchsetzungszweige der Familie. Die CIA wurde... In der Kindheit passiert das meistens. Macht es wichtiger als Geld. Ja, safe, aber trotzdem, Bro, was ist... Ja, aber der Ricardo hat da schon was Wichtiges gesagt. Ich glaube, dass die halt echt schon von Kindheit auf in diese Richtung getrieben werden und Menschlichkeit abtrainiert wird, so. Ich glaube, das sind wirklich so eine Art Programme, die du durchlaufen musst, wenn du wirklich später mal in eine heftige Machtposition rein willst, musst du diese Entmenschlichung mitmachen, so. Weil wenn du ein menschlicher Typ bist und in so Positionen reinkommst, so, dann passiert sowas wie Kennedy-mäßige Vibes, so. Der versucht dann wirklich irgendwas zu verändern, so, und dann wird der weggemacht, weißt du? Ich glaube, mit Menschlichkeit kannst du gar nicht an so eine Position kommen. Du musst das früh ablegen. Von einem Verwandten der Rockefeller-Familie, Alan Dulles, gegründet und geleitet. Und dieselbe Familie war auch an der Gründung des FBI beteiligt. Krass, CIA, boah. Weshalb ihre Mitglieder völlig unantastbar sind. Das ist auch, was ich auch schon mal gehört habe. Wenn du amerikanischer Präsident wirst, dann wirst du erstmal gebrieft, Bro. Das ist ja auch irgendwie logisch, dass die Leute, die da Präsidenten für ein paar Jahre werden, nicht wirklich die Fäden in der Hand haben, sondern die Leute, die die ganze Zeit da sind. Und es gibt Leute, die sind die ganze Zeit im Weißen Haus. Da gibt es Leute, die sind ihr Leben lang da involviert schon. Und dann wirst du erstmal CIA-mäßig gebrieft hier. Junge, so und so darfst du nicht. Weißt du Bescheid. Da sie alle Bereiche der Regierung kontrollieren. Sie können die größten Verbrechen begehen und tun dies auch, weil niemand die Macht hat, gegen sie vorzugehen. Um ihre rücksichtslose Agenda innerhalb der USA durchzusetzen und ihre Macht auch international auszuweiten, gründete die Rockefeller-Familie den CFR oder Council of Foreign Relations, eine elitäre, handverlesene Gruppe der einflussreichsten Persönlichkeiten aus den Bereichen Finanzen, Politik, Recht, Wirtschaft, Medien und Mitgliedern anderer wichtiger Stiftungen. WEF-mäßige Vibes, wa? Seit Jahrzehnten haben Mitglieder dieser Elite wichtige Positionen in der Präsidentschaft, der Vizepräsidentschaft, im Außenministerium, im Verteidigungsministerium, im Kongress und in Das würde mich zum Beispiel mega interessieren, wie jetzt zum Beispiel die Rockefeller-Familie zum Beispiel mit dem WEF zu tun hat oder wie die miteinander, ob die miteinander arbeiten, gegeneinander arbeiten, beide die heftige Kontrolle haben wollen und man sich gegenseitig ein bisschen abfuckt, so. Das würde mich zum Beispiel mega interessieren. Solche Sachen. Zum Gerichtshof eingenommen. Zu dem CFR angeschlossenen Stiftung gehören die Carnegie Foundation, die Ford Foundation, die Heritage Foundation und die Rockefeller Brother Foundation, um nur einige zu nennen. Sie alle finanzieren viele Programme der UNO, sodass ihre internationale Präsenz gesichert ist. Der CFR und sein Programm haben nur ein Ziel, die Vereinigung aller Nationen innerhalb einer einzigen Weltregierung. Und es ist leicht vorstellbar. Das hört sich für mich an wie der WEF, Digga, sag ich dir so, wie es ist. Wer die Macht hätte, dies zu kontrollieren. Die Rockefellers haben es geschafft, in die Regierung fast aller Länder, einschließlich Russlands und Chinas, einzudringen, wo sie über ein sehr großes Vermögen verfügen, mit dem sie das Gleichgewicht auf die eine oder andere Seite lenken können, je nachdem, wie es ihnen passt. Es ist allzu offensichtlich, dass es egal ist, wer die Präsidentschaft eines Landes innehat, denn er wird immer einer Agenda dienen, die nicht zum Vorteil des Volkes ist. Safe. Das System ist völlig korrupt, denn das Ergebnis einer Wahl wird so ausfallen, wie diese Eliten es wollen.
absolut alles, was weltweit geschieht, wird von diesen Familien gesteuert. Ich finde das halt, also ich bin so einer, ich finde das teilweise manchmal ein bisschen zu einfach ausgedrückt, so, weißt du, wie ich meine? Weil ich bin wirklich überzeugt davon, dass das nicht so einfach ist, wie wir manchmal denken. Glaube ich nicht, Digga. Ich glaube nicht daran, dass es wirklich nur ein Tisch ist mit 15 Leuten oder so, die dann wirklich alles kontrollieren und entscheiden. Ich glaube, es kommen immer wieder Leute, die versuchen, dagegen zu arbeiten. Machtkämpfe innerhalb dieser Leute passieren auch so. Glaube ich wirklich. Und ja, ich glaube nicht, dass das so einfach zu beschreiben ist. Weißt du, wie ich meine? Manchmal ist mir das ein bisschen zu einfach ausgedrückt. So, ja, die Familien und die entscheiden alles auf der ganzen Welt so. Und keiner hat mehr einen Einfluss darauf. Ich glaube, alles hat irgendwo einen Einfluss drauf. Wirklich naiv zu glauben, dass das, was in den letzten 2 Jahren geschehen ist, nichts mit den Rockefellers und anderen Familien zu tun hat? Das gesamte Geschehen ist auf eine einzige Idee ausgerichtet, nämlich die Kontrolle des Menschen. Es reicht ihnen nicht, Krieg, Wirtschaft, Lebensmittel, Gesundheit, Religion, Bildung und Forschung zu kontrollieren. Sie wollen auch unseren Verstand kontrollieren. Matrix. Auf dem Treffen des Bilderberg-Clubs im Juni 1991 in Baden-Baden sagte David Rockefeller: Wir sind der Washington Post, der New York Times, dem Time Magazine und anderen großen Publikationen dankbar, deren Direktoren an unseren Treffen teilnahmen und ihr Versprechen der Diskretion seit fast 40 Jahren einhielten. Hat er wirklich gesagt? Es wäre für uns unmöglich gewesen, unseren Plan für die Welt zu entwickeln, wenn wir in all diesen Jahren im Rampenlicht der Öffentlichkeit gestanden hätten. Aber die Welt ist jetzt entwickelter und vorbereitet, auf eine Weltregierung zuzugehen. Einige glauben sogar, dass wir Teil einer geheimen Kabale sind, die gegen die besten Interessen der Vereinigten Staaten arbeitet, und bezeichnen meine Familie und mich als Internationalisten, die sich gemeinsam mit anderen auf der ganzen Welt verschworen haben. Safe. Also ich bin überzeugt davon, dass es sowas wie ein Deep State gibt, so. Hundertprozentig. Und ich bin auch überzeugt davon, dass es Verschwörungen gibt, so. Menschen, die sich zusammentun, die einen gewissen Plan aushacken. Ob wirklich alle unter einer Decke stecken oder ob es auch vielleicht eine Verschwörung gibt, die positiv ist, Digga, weiß man nicht, Bro. Weißt du, wie ich meine? Ich kann mir vorstellen, dass es, auch wenn es schwer vorstellbar ist, aber ich kann mir vorstellen, dass es Menschen gibt, die an ganz viel Geld und Macht kommen und irgendwann ein Herz haben oder immer noch ein Herz haben oder ein Herz bekommen. Weißt du, wie ich meine? Die dann alles versuchen so. Wie ein Kennedy oder so. Die werden dann zwar weggemacht teilweise, aber ich glaube, es gibt auch welche, die im Verborgenen agieren und dagegen arbeiten so. Neo-mäßig, weißt du, wie ich meine? Morpheus-mäßig so. Um eine integrierte politische und wirtschaftliche Weltstruktur aufzubauen. Eine einheitliche Welt, wenn Sie so wollen. Wenn das die Anklage ist, bin ich schuldig und stolz darauf. Ja, Bilderberger war bis vor ein paar Jahren noch wilde Verschwörungstheorie. Siehst du? Da siehst du mal, wie schnell das geht. Verbergen Sie Ihre Pläne nicht mehr. Und die Präsidenten der Was glaubt ihr denn, meine lieben Freunde? Glaubt ihr, es gibt so diesen Tisch, der da jetzt gerade präsentiert wird, wo alle an einem Strang ziehen? Oder glaubt ihr, es gibt auch Mächte, die dagegen arbeiten oder dass die auch innerhalb dieser Tische oder dieser Kreise auch Kämpfe stattfinden, sodass es nicht ganz so einfach umzusetzen ist? Und das würde mich mal wirklich interessieren, was der Chat dazu sagt. In den Ländern rufen unisono nach einem einheitlichen Weltstaat. Lasst uns nicht an der großen globalistischen Maschinerie teilhaben. Lasst uns aufhören, sie mit unserer Zeit und Arbeit zu füttern. Lasst uns Maßnahmen ergreifen, die darauf abzielen, andere Modelle zu schaffen, in denen uns eine ganzheitliche Entwicklung des Menschen ermöglicht wird. Wir müssen das zurückfordern, was uns seit unserer Geburt verwehrt wurde und was uns von Natur aus als Lebewesen auf diesem Planeten zusteht, unsere Freiheit. Zweifellos leben wir in Zeiten des Wandels. Betrug und Lüge sind aufgedeckt worden und haben keinen Platz mehr in unserer Gesellschaft. Krass, Mann. Krasses Video, aber ey. Ich finde den Kanal echt mega, Verborgene Geheimnisse TV. Liebe geht raus an den Bruder Verborgene Geheimnisse TV. YouTube, eure Gedanken dazu, auch zu den Fragen, die ich gestellt habe, unten in den Chat, in die Kommentare rein. Ich liebe euch, danke fürs Einschalten. Wir sehen uns im nächsten Video. Peace out.